Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es darum, wie wir den Dienst von Amazon auf unser Sync-System bekommen. Ich habe jetzt den Namen extra nicht gesagt, sonst wäre sie angegangen, aber ich zeige euch jetzt, worum es genau geht. Alexa, wie wird heute das Wetter? In Riegelsberg beträgt die Temperatur momentan 2 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute ist mit regnerischem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 3 Grad und einer Tiefsttemperatur von 0 Grad zu rechnen. So, wie ihr seht, der Dienst ist integriert, hört auch auf das Wort, was wir kennen von zu Hause, und ja, dann kann man die üblichen Fragen stellen oder Befehle übergeben. Wie wir das Ganze jetzt in unser Sync-System integrieren, zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen wir die Applikation runterladen auf das Handy. Stand 2020 Dezember ist diese Applikation im Google Play Store nicht verfügbar, zumindest mal nicht im deutschen Google Play Store verfügbar. Und ja, da gibt es die Möglichkeit, dass man sich natürlich auf dem Android-Gerät eine Version außerhalb des Google Play Stores runterlädt. Ich verlinke euch das Ganze wie immer in meiner Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ladet euch also bitte die Datei herunter. Benutzt dann bitte einen Dateimanager eurer Wahl. Ich benutze gerne den CX Datei Explorer. Und wenn ihr die Applikation runtergeladen habt, solltet ihr sie hier auf dem Handy sehen. Hat eine Endung .apk. Und ja, jetzt ist es ein bisschen von Handy- und Android-Version unterschiedlich. Ihr müsst natürlich der Applikation oder dem Handy mitteilen, dass auch Anwendungen außerhalb des Google Play Stores installiert werden dürfen. Das nennt sich dann unbekannte Quellen, müsst ihr in den Einstellungen freischalten. Entweder ist es ein generelles Häkchen oder aber ihr müsst explizit der Applikation die Berechtigung geben. Wie ihr das Ganze macht, schaut ihr bitte im Internet nach, wenn ihr es nicht wisst. Ansonsten einfach draufdrücken. Es kommt der Hinweis, ob wir das Ganze installieren wollen. Jawohl, die Applikation wird im Hintergrund installiert. Und sobald sie fertig ist, können wir sie dann auch starten. Die App wurde installiert. Wir haben hier jetzt Amazon Alexa auf dem Handy installiert. Und hier sehen wir unten kompatibel mit Sync 3, was ja bei uns im Auto installiert ist. Jetzt kommen ein paar generelle Informationen und Schritte. Wir müssen also das Handy mit unserem Sync-System verbunden haben. Das ist bei mir standardmäßig der Fall, damit das Ganze halt auch funktioniert. Dann kommt der Hinweis, dass man Android Auto deaktivieren muss. Das bedeutet aber nicht, dass man es wirklich hier irgendwie ausschalten muss, sondern es darf halt nur nicht aktiv laufen. So, dann braucht natürlich die App noch ein paar Berechtigungen, nämlich den Zugriff aufs Mikrofon wollen wir hier zulassen. Dann Zugriff auf den Standort. Ich mache nur, wenn die App aktiv ist. Und jetzt muss man das Ganze noch mit dem Amazon-Konto verknüpfen. Das habe ich schon gemacht im Hintergrund. Beziehungsweise ich habe das Ganze schon eingerichtet, um die App vorher natürlich zu testen. Somit kam jetzt keine Abfrage. Ansonsten kommt noch eine Abfrage, dass man das Amazon-Passwort eingeben muss und sich dann die App mit Amazon verknüpft. So, das war es eigentlich schon auf dem Handy. Wir sind hier somit durch. Wir können das Ganze hier beenden und das Handy zur Seite legen. Im Sync-System müssen wir noch sicherstellen, dass die mobilen Apps aktiv sind. Wir gehen also auf Einstellungen, mobile Apps, und hier müssen beide Häkchen gesetzt sein. Und ja, wir sehen hier unten auch die ganzen Apps, die gefunden wurden und welche Berechtigung sie haben. Sollte bei euch dieser Schalter nicht aktiv sein bzw. ausgetauscht sein, sodass ihr ihn nicht aktivieren könnt, startet einfach das Sync-System neu. Entweder Auto ausschalten, einschalten oder Volume und die Taste hier für 3 bis 5 Sekunden gedrückt halten, und dann startet das Sync-System neu. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir können über auf die mobile Apps gehen und entweder die Ford Alexa App hier starten oder wir gehen auf Audio, Quellen und starten dann die Ford Alexa hier. Ich gehe da mal drauf. Beim allerersten Mal kommt ein Hinweis, dass die
Sprache vom Sync-System, also Deutsch, mit der Sprache von der App nicht übereinstimmt und somit nicht alle Sprachkommandos erkannt werden können, lasst euch von dem Hinweis nicht beirren. Es funktioniert alles wie gewohnt. Versuchen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Alexa, spiele Playlist Jakob. Deine Playlist Jakob auf Amazon Music. So, wie ihr seht, alles funktioniert sehr, sehr gut. Die bekannten Befehle funktionieren. Wieso natürlich die App hier Zugriff auf die ganzen, aufs Mikrofon und aufs, auf das GPS braucht, ist, das Ganze läuft natürlich übers Handy. Das Sync-System dient einfach nur als, als Oberfläche und die ganzen Befehle und Sonstiges werden vom Handy aus ausgeführt. Und somit wird natürlich auch das Datenvolumen von eurem Handy beansprucht und nicht hier vom Sync-System. Ja, das war es soweit zu diesem Video. Solltet ihr das Problem haben, dass hier die Apps nicht angezeigt werden, habe ich auch ab und zu auf dem Handy die App nochmal starten und das Sync-System starten und dann erscheinen in der Regel die Apps auch hier. Ich habe da noch kein wirkliches System gefunden. Ich vermute mal, hier gibt es irgendwo noch einen Bug. Falls ihr hier eine verlässliche Lösung habt, dass immer die Apps hier angezeigt werden, schreibt es doch bitte in den Kommentar rein. Wird sicherlich den einen oder anderen Zuschauer auch freuen, falls ihr hierfür eine Lösung habt. Das war es eigentlich zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!